So, da bin ich wieder, meine Freunde. Mir ist eben gerade das Spiel abgeschmiert. Aus unerklärlichen Gründen. Ja, und ja. Ist ein bisschen blöd. Okay, Sequenz 9. Offenbarung. So, eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise nach Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Hier drüben. Dieser Anstieg. Ecosibel, und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet, Altair? Altair ibn La'at. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Okay, hier haben wir den Eingang der Bibliothek. Das Ende der Straße. Gut, jetzt gibt's hier noch so ein kleines Rätsel. Was hofft ihr hinter dieser Tür zu finden? Moment. Wissen. Hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Ups. Was hofft ihr hinter dieser Tür zu finden? Wissen. Hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Okay. Ort als Archiv für seine Weisheit. So, Er sah viele Dinge in seinem Leben. Und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Moment, jetzt muss ich. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. So, ich glaube, das haben wir jetzt hier gleich. Hat Altair Hinweise hinterlassen? Vielleicht etwas, was nur jene mit geschärften Sinnen sehen können? Moment. Vielleicht so, das dahin und der dahin. Ah, okay. Ja, doch, ist eigentlich richtig. Nee, gar nicht. Moment. Der muss dahin und der dahin. Genau. So und der jetzt so. Perfekt. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich.
Okay. Jetzt gehen wir in alter IS-Bibliothek. Okay, machen wir hier überall die Fackeln an. Und hier ist die Bibliothek. Und das... Keine Bücher. ...ist alter Ir. Kein Wissen. Nur du, fratello mio. Requiescat in pace, alter Ir. Jetzt haben wir hier die letzte Erinnerung von alter Ir. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir den Polos. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Okay. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis wird, wird das Leid. Das ist schon ziemlich heftig. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns lebten. Von ihrem Aufstieg und Abfall. So. Aber was geschieht mit uns, alter Ir? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Ich bin gerade absichtlich ein bisschen ruhiger. Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Jetzt müssen wir uns auf den Stuhl setzen. Auf den Stuhl. Ich bin gerade absichtlich ein bisschen leiser, weil die Atmosphäre hier gerade so stimmt.
Okay, 27.000 Adje erreicht. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben, wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit, dass ich nur der